In dem Augenblick, als ihm die Pistole an den Kopf gehalten wurde, gab ein zweiter Beamter einen scharfen Schuss ab. Der Neger hat sich fast bepisst und beschissen. Ich glaube zu wissen, dass das, was wir sozusagen, ich nenne es mal so, als internen Disput haben. Und da könnte ich mitspielen. Also ich weiß, dass Andreas rund um das Fest auf dem Schulterblatt Distanzierung abgeseilt hat zu der blinden Gewalt, die da in ritualisierter Form dazu gehört. Ich könnte jetzt erzählen, dass ich die neueste Ausgabe von der ZEC, die ich zur Vorbereitung von heute Abend gelesen habe, töricht finde. Gewaltfantasien gehen da durch. Linke Ersatzgenerele toben sich aus, wie wir es nächstes Mal richtig machen. Ein wirklich schlechter, sogar die Endreime sind schlecht. Ein wirklich schlechter Song von Slime ist abgedruckt und sowas. Da kann ich mich doch dran ergötzen. Es passiert mit mir nur was anderes in dem Moment, wo ich die Leserbriefseite des Hamburger Abendblatts zur Kenntnis nehme. Das eine ist für mich schwerwiegendes Ärgernis im Wasserglas. Das andere ist gesellschaftliche Realität. Wer diese Leserbriefseiten ernsthaft studiert und sich richtig mal hinsetzt und sagt, das will ich jetzt mir mal ganz und gar geben, kann mir nicht widersprechen, dass aus diesen Briefen ein dermaßen faschistoides Vernichtungspotenzial gegen jede Rebellion in Hamburg, gegen jeden Ungehorsam in Hamburg spricht, dass diese Grundtatsache ganz offensichtlich projektiv ist. Projektiv bedeutet, mit denen, die da verurteilt oder dämonisiert werden, nichts zu tun habend. Das hat nichts damit zu tun. Es hatte früher nichts damit zu tun mit der Realität im Schanzenviertel, als die vielen Artikel über die schwarzen Dealer haben die Macht übernommen, da drin standen in den Zeitungen. Man konnte da wirklich also von meiner Wohnung zur Sternschanze gehen und zweimal hinfallen und ist in keine einzige Heroinspritze gestürzt. Es hatte damit nichts zu tun. Ich weiß, wie groß die Sympathiebekundungen für die Polizei waren, als es die Enthüllungen zu den Scheinhinrichtungen in Hamburg gegeben hat. Es hat nichts geholfen, sozusagen die Tatsache der Scheinhinrichtung, dieses bestialische Angsteinjagen. Ich weiß, wie die Umfrageergebnisse zu den Brechmitteleinsätzen waren. 92% der CDU-Wähler, wenn ich mich richtig entsinne, 89% der SPD-Wähler, 72% der Grünen-Wähler waren für diese Form des Folterns. Das heißt, gegen diesen Grundtatbestand aus Hetze von Staat und Medien und Volkes Stimme kommst du alleine mit dem Nachweis, es ist aber alles ganz anders gewesen, nicht an. Sondern die Menschen, die sich selbst die Tortur der Entsagung, des Funktionieren, des Fleißigseins, des ein kleines Stück höher in der Karriereleiter kommen, des brave Staatsbürgerseins, des pünktlichen Arbeitnehmerseins und so weiter antun, die müssen mit gewisser Natur Notwendigkeit Hass auf Riffraff oder Hass auf das Ungezügelte haben. Und zwar projektiven Hass. Projektiven und nicht in der Empirie begründeten Hass. Wenn irgendeiner denkt, die schwarzen Vögeln besser, dann kann ich nicht mit einer Statistik kommen, dass das nicht stimmt, sondern muss ihm sagen, du hast offenbar schwer einen an der Meise. Das spielt sich in deinem Kopf ab. Es ist kein, wenn ich lesen muss, was wir da waren auf diesem Schulterblatt und mir vorstelle, was da in Niendörfer Köpfen passiert, muss ich sagen, spielt sich in deinem Kopf, was hat mit dem, was da los war, zunächst mal in der Substanz nichts zu tun. Und ich behaupte ja, dass diese Enthüllung, dass dieser sogenannte Angriff auf die Davidwache,
nun einfach von irgendwelchen dumpfbackigen Besoffenen und von niemandem sonst stattgefunden hat. Diese Enthüllung tangiert diese Leserbriefschreiber nicht. Eine letzte Beobachtung, was ich meine. Ich ertrage es subjektiv nicht und ich sage ja, ich bin gefesselt. Es ist immer mein Leben, jedes Leben von jedem der Gesellschaftskritiker, es ist absurd. Das ist absurd. Ich krieg vormittags irgendwie meinen blödsinnigen Rentenerwartungsbescheid und weiß entweder, ich funktioniere immer oder werde in Armut enden. Dann gehe ich zum Pennymarkt und kaufe da nur Scheiße ein und an der Kasse zahle ich sogar. Das entspricht nicht meiner Emotion, sondern meiner Ohnmacht. Ja, wieso? Das kann man doch für ganz viele Sachen so sagen. Wie viele Leuten, denen ich einen in die Glocke hauen möchte, muss ich irgendwie so freundlich kommunikativ begegnen, wenn mir irgendwas was Rassistisches über den Weg läuft. Hermann, das weißt du doch auch in deiner Freizeit. Oder? Man macht so oft gute Miene zum bösen Spiel, nur damit das Leben weitergeht. Und diese... Ja, genau. Oder das letzte Beispiel einfach, was ich sagen will. Ich ertrage es subjektiv nicht und es ist nichts Rebellisches. Ich kann mich auf Bahnhöfen, zum Beispiel auf dem Dammtor-Bahnhof, zum Rauchen nicht in dieses gelbe Quadrat stellen. Das geht nicht. So. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo eine rauche, oder fast jedes Mal, muss ein Mensch kommen, der mich darauf aufmerksam macht, dass er gleich den Beamten holt, wenn ich nicht in das Quadrat gehe. Was ist mit dem Menschen los? Mit dem Menschen ist doch was los. Mit dem Menschen ist doch los, dass er, weil sein Anzug alleine das nicht schafft, dass diese Charaktermaske sich so viel an Entsagung antut in seinem Leben, so viel an Obrigkeitsgehorsam, so viel an nicht mal sich irgendwas trauen, schwarz zu fahren oder in Schwimmbad zu bezahlen und in die Sauna zu gehen. Nichts davon traut dieser Mensch sich. Und deswegen muss er, und das ist eine Naturnotwendigkeit, versteht ihr? Deswegen muss er Hass auf so etwas Triviales sogar haben. Wie muss dann erst der Hass sein? Nicht immer auf die reale Flora, wie sie ist, sondern auf den Habitus, den die Flora hat, dass die nicht einmal sich bemühen, mit der Stadt ordentliche Verträge und gesittete Halbtagsstellen auszuhandeln. Das ist der Zusammenhang. Ich würde das gerne ergänzen. Ich würde das gerne mit einem kurzen Zitat von Agnoli, den ich jetzt wieder entdeckt habe und so schätze, ergänzen, der nämlich sagt, auf lange Sicht soll der einseitige Verzicht auf Macht dazu führen, dass gerade die Abhängigen das System nicht nur akzeptieren, sondern auch verteidigen, dass sie ihn abhängig hält. Das würde ich gerne nur als Fußnote dazu sagen. Die Leute stehen, sie gehen nicht weiter, denn die Angst ist ihr Begleiter. Ist es die Angst vor Schulden um das Haus, um den neuen Wagen? Ist es die Angst um den Job? Ist es die Angst, im Bett zu versagen? Wohin gehst du, mein Kind, wenn der Herbst beginnt und die Blätter drehen sich im Kreis? Wenn dein Herz keine Antwort weiß auf die Frage nach Liebe und Glück, begleitest du mich ein Stück. Im Regen stehen die Bauarbeiter, warum machen sie nicht weiter? Die Leute stehen, sie gehen nicht weiter, denn die Angst ist ihr Begleiter. Ist es die Angst vor Schulden um das Haus, um den neuen Wagen? Ist es die Angst um den Job? Ist es die Angst, im Bett zu versagen? Wohin gehst du, mein Kind, wenn es dunkel wird und der Mond sich kalt oben zeigt? Wenn der Mediendschungel schweigt und die Katze
schreit wie ein Kind. Und der Wind weht wie der Wind. Im Regen stehen die Bauarbeiter, warum machen sie nicht weiter? Die Leute stehen, sie gehen nicht weiter, denn die Angst ist ihr Begleiter. Ist es die Angst vor Schulden um das Haus, um den neuen Wagen? Ist es die Angst um den Job? Ist es die Angst, im Bett zu versagen?